Der Geist. Hey, du! Was gibt's? Du willst doch nicht etwa so weitermachen, oder? Was meinst du? Na, dieses gutmütige Gehabe, diese menschenfreundliche Kacke, die du hier in den Tag legst. Du solltest das lassen. Das kaufe ich dir sowieso nicht ab. Gut, dass ich nicht mehr riechen kann. Ich wette, hier stinkt's nach Fisch. Eieiei. So. Können wir jetzt einfach da zurück zum Schiff oder wie kommen wir jetzt da hin? Muss ich einfach dahin? Einfach dahin springen. Komm schon irgendwie hoch. Ich will ins Boot. Wie komme ich denn in mein eigenes Boot jetzt rein? Haben wir nicht mal eine Leiter? Doch, auf der anderen Seite. Gott sei Dank. So, Edward, reden wir mal mit den Leuten hier. Hier, tausche Seelenstaub gegen Menschlichkeit. Oh. Hier, tausche Seelenstaub gegen Menschlichkeit. Gut, dann halte still und schließe deine Augen. Oh, Seele plus 2. So, nun bist du ein wenig menschlicher geworden. Wie hast du das gemacht? Das bleibt mein Geheimnis. Doch solange ich unter deiner Flagge segle, kann ich Seelenstaub für dich eintauschen. Na dann mach nochmal. Hier, tausche Seelenstaub gegen Menschlichkeit. Jawohl, nochmal plus 2 Seele. Kann man irgendwo sehen, wie viel Menschlichkeit wir haben? Gütig 82. Ah, okay, dann heißt, dann müssen es doch nochmal. Hier, tausche Seelenstaub. Gegen Menschlichkeit. So, dann müssten wir jetzt 84 haben, oder? Ah, 84. Wuch, sind wir gütig, sind wir gütig. Horas. Faruko braucht mehr Bergkristalle. Er sagt, du wüsstest von Wächtern, die immer noch nach den Kristallen auf anderen Inseln suchen. Ja, richtig. Man müsste sie ausfindig machen und sie nach ihrer Ausbeute fragen. Aha. Wo finden wir welche, die Bergkristalle? Wo finden wir Wächter, die nach Bergkristall suchen? Gegenfrage. Welche Inseln können wir denn ansteuern? Takarigua zum Beispiel? Takarigua natürlich. Da habe ich schon alles abgesucht, soweit es mir möglich war. Ich habe aber keinen Bergkristall ausmachen können. Keinen Bergkristall ausmachen. Piratennest Antigua? Das Piratennest Antigua. Ramon ist dort. Er ist schon ziemlich lange überfällig. Hoffentlich haben ihn nicht die Piraten erledigt. Ramons Ausbeute. Na, die können wir uns doch mal... Antigua. Wie viele Inseln müssen wir denn abgrasen? Wie viele Inseln müssen wir denn abgrasen? Ich denke, bei dieser Sache brauchen wir etwas Geduld. Wenn wir genug gefunden haben, sage ich dir noch rechtzeitig Bescheid. Gut. Die Eisenbucht von Kalador. Die Eisenbucht Kalador. Da ist Cisco unterwegs. Der macht vor gar nichts Halt. Würde mich nicht wundern, wenn er auf Kalador sogar Gräber plündert. Gut, Ciscos Ausbeute. Die kleine Tropeninsel Kila. Kila? Ja, genau. Leonard ist dort. Er faselte was von Spinnenhöhlen und dichtem Dschungel. Oh Gott. Ob er dort fündig geworden ist? Spinnenhöhlen und Dschungel. Hatten wir doch hier schon genug. Na gut. Und hat schon jemand auf Taranis gesucht? Hat schon jemand auf Taranis gesucht? Ja, aber wer weiß, ob wir auch alles gefunden haben, was es auf Taranis gibt. Das Zeug ist schwer zu finden. Solange wir nicht genau wissen, wo wir suchen sollen, ist es für uns eine Suche nach der Nadel im Heuhaufen. So, Interesse an Bergkristall? Fragen wir den mal. Interesse an Bergkristall? Ja, sicher. Hast du was gefunden? Vielleicht. Pass auf, ich gebe dir dafür richtig tolles Zeug. Was du brauchst, kriegst du. Okay, hier ein Bergkristall. Hier, ein Bergkristall. Sehr gut. Hier hast du meine Gegenleistung. 100 Gold. Noch ein Bergkristall? Hier, ein Bergkristall. Sehr gut. Hier hast du meine Gegenleistung. Ah, schön. Hier, ein Bergkristall. Sehr gut, hier hast du meine Gegenleistung. Das wollt ihr jetzt 100-mal sagen? Hier, ein Bergkristall. Sehr gut, hier hast du meine Gegenleistung. Was denkst du über... Ambitioniert. Nun, bitte. Okay, dann hätten wir das erledigt. Bones, hast du noch was zu sagen? Das schwarze Herz. Was kann ich jetzt mit diesem schwarzen Herzen machen? Wie ich schon sagte, zeige es einem Schamanen. Nur sie wissen, wie man deine Leiden damit lindern kann.
Bis dahin sammle weiter schwarze Herzen. Du wirst sie brauchen. Aha. Die Schamanen haben damals genauso ein schwarzes Herz bei dir benutzt? Ja, es waren einige. Und sie sahen auch fast genauso aus. Eins davon habe ich sogar aufbewahrt. Man kann ja nie wissen. Du hast noch eins davon? Wo? Hör mal, ich brauche es vielleicht noch. Wo ist es? Okay, okay. Ich habe es in einer Kiste versteckt. Sie steht an einem geheimen Ort auf Takarigua. Ich zeige es dir auf deiner Karte. So, und hier hast du auch noch den Schlüssel dazu. Jetzt zufrieden? Auf Takarigua also? So, alter Truhenschlüssel. Ja, wir sind hier auf Taranis. Genau, auf Takarigua. Wollen wir da mal zuerst Takarigua oder Antigua? Die beiden. Würde ich sagen. Takarigua. Ja, gehen wir zuerst mal nach Takarigua. Zack. Da holen wir uns mal kurz das Herz von Bones. Ich dachte, der hat es auf der Karte eingezeichnet. Takarigua, der Schatz eines namenlosen Crew? Schwarzmagische Experimente. Finde einen Schamanen. Bones versteckt. Da haben wir es doch auf der Karte markieren. So, wo ist es? Wo ist es? Ach, da oben. Einen Teleporter haben wir nur da. Dann müssen wir über die Brücke und dann... Okay, schaffen wir, schaffen wir. Hallihallo, we are back. Oh Gott, wo geht's denn hier lang? Da. Ich mach das kurz allein. Keiner kommt mit mir mit. Ich will nur fix mein schwarzes Herz aus Bones Truhe holen. Weil ich denke, davon können wir nicht genug haben. So, hier drin war das, ne? Gott sei Dank ist hier schon alles tot. Da war das doch, oder? Jawohl. Halt, der Ghoul, der stand tot. Den können wir noch... einen Knochen erhalten. Ja, weil wir konnten ja nicht alles ausblenden sozusagen. Was steht denn hier noch? Ein Schafauge habe ich einfach so übersehen. Gibt's denn sowas? Da können wir ja hier vielleicht noch bei ein paar Leichen irgendwas mitgehen lassen, wenn wir hier noch was finden. Uiuiuiui. Wieso hat der Bones hier was versteckt? Frage ich mich allen Ernstes. Truhe verschlossen. Oh, die können wir noch aufmachen. Frage mich, was hier drin ist. So, die letzten beiden und die anderen. Schrotpistole, Gold und Perle. So, wo ist jetzt hier? Links. Ach, da. Versteckte Kiste. Wein, rohes, schwarzes Herz, Silberbecher und silberne Karaffe. Nehmen wir alles mit. Ich danke dir, Bones. Ich danke dir. So, wo sind wir jetzt vor Anker hier? Ich glaube, da waren wir irgendwo vor Anker. Reisen wir mal dahin. Können wir auch einfach sagen, zurück zum Schiff? Ah, jawohl. Jawohl. So, dann geht's auf. Und zwar nach Antigua. Hier wollen wir mit den anderen Typen sprechen. Können wir uns gleich hinporten? Irgendwo hin? Ja, freilich. Gleich hier hin. Zack. Müssen wir gar nicht lange warten. Den anderen Magier sprechen wir mal an. Wegen den Bergkristallen. Ich glaube, das war doch der hier, oder? Ramon, genau. Taschendieb da. 60 von 90. Schon mal etwas von Bergkristallen gehört? Natürlich. Wegen magischer Kristalle bin ich ja hier. Bergkristall ist eine ganz besondere Form. Ich fand drei von ihnen hier in der Nähe eines Gewässers. Gib mir deine gefundenen Bergkristalle. Warum sollte ich das tun? Meister Faruko schickt mich. Er braucht die Kristalle dringend. Oh, du kennst Meister Faruko. Dann will ich sie dir geben. Beeil dich aber mit der Übergabe. Faruko wartet schon sehr lange darauf. Okay. Vielen Dank. Zurück zum Schiff. Dann geben wir die mal Horas. Interesse an der... Ja, sicher. So. Hier. Sehr gut. Da. Hier. Sehr gut. Und noch einer. Hier.
Sehr gut. Ich denke, ich habe da was für dich. Noch was? Ich denke, ich habe da was für dich. Alles klar, schieß los. Ramon war sehr gesprächig. Er meinte, er hätte einige Bergkristalle in einem Gewässer nahe eines Berges gefunden. Ah ja, das hilft uns vielleicht weiter, danke. Nahe eines Gewässers, nahe eines Berges gefunden? Ah, doch nicht hier, oder? Moment. Hinter uns ist doch ein Berg eigentlich. Oder? Merkwürdig. Na gut, wir haben es ihm gesagt. Und wo fahren wir jetzt hin? Auf Antigua waren wir, auf Takarigua waren wir, die Krabbenküste, da waren wir auch, Taranis waren wir. Ich würde sagen, wir machen uns auf nach Kila. Der Insel der Schamanen. So, da wären wir. Sieht das schick aus? So, was können wir hier sagen über die Insel? Willst du was von hier, Edward? Was ist denn das dann für ein Schiff? Nee, komm mit, können wir nur sagen. Horace, komm mit. Und Bones, dich nehmen wir mal mit. Achso, deine Kiste. Ich habe deine alte versteckte Kiste gefunden. Und es war tatsächlich ein schwarzes Herz darin. Ja, schon sehr lange her, dass ich es dort zurückließ. Wie auch immer, ich hoffe, dass es dir weiterhilft. Okay, komm mit. Komm mit. Klar. So, auf deiner Insel sollst schließlich auch du mitkommen. Wir gehen mal ins Beiboot und fahren auf die andere Seite, zum Strand. Ach, der Mendoza ist jetzt immer bei uns, oder was? Oh, süße Schildkrötchen. So, wir werden erstmal hier wieder an die untypischen Stellen gehen. Wenn wir schon am Strand hier sind. Zack. Das ging schnell. Weil dann müssen wir später nicht mehr hier, ja? Oh, hier sind aber viele Sandteufel unterwegs. Zack. Aua. Okay. Du bist ein Mistviech. So, noch einer. Und eine Muschel haben wir da auch noch. Aha. Alleine durch die Muschel hat sich's schon gelohnt. Nein, natürlich nicht. So, Leuchtkristall, Muschel, Muschel, Muschel. Oh, da ist noch einer. Das tat weh. Was tat denn da weh? Das Viech hat da gar nichts gemacht. Na gut, ich lasse dich mal in dem glauben. Was gibt es hier? Gibt's überhaupt was? Nix. Nada, niente, nothing. Dann gehen wir doch mal auf die andere Seite. Die schönen Schildkrötchen, die lasse ich jetzt mal hier. Da hinten ist irgendein Pirat oder ein Fettsack oder was das ist. Was ist das hier? Eine Magibeere. So, was bist du denn für einer? Hey du, hörst du das? Nein, was denn? Diese Stimmen, die musst du doch hören. Egal, hab mich wohl verhört. Wenn du zu uns ins Piratennest willst, dann geh einfach zum alten Wrack dort drüben im Süden. Wir haben für dich bestimmt noch einen ordentlichen Schluck Rum übrig. Oh, Rum ist gut. Geht's dir gut? Wieso? Habe ich schon wieder einen kleinen Aussetzer gehabt, ja? Ach, egal. Ignorier das einfach. Den wirst du auch bald haben, wenn du hier bleibst. Ach ja, und pass auf diesen Krieger Borbor auf. Der Eingeborene beobachtet unser Lager schon seit Tagen. Wo ist dieser eingeborene Krieger? Er hat sich auf dem Weg in den Dschungel rauf, in Richtung Südwesten niedergelassen. Lass dich aber nicht von ihm verzaubern, klar? Die Krieger der Eingeborenen machen gerne rum mit ihrem Voodoo-Zeugs. Werd's mir merken. Gut so. Da war diese Stimme wieder. Oder? Sprich mit dem eingeborenen Borbor. Siehst du nicht, dass ich mich unterhalte? Warte gefälligst, bis ich damit fertig bin. Okay, der hat wirklich einen an der Klatsche. Das wissen wir jetzt auch. Interessant, dieses Schiffswrack. Wie viele Seemeilen es wohl auf dem Buckel hat. Äffchen. Schön, hier treiben sich also die Piraten rum. Haben wir's? Ich habe kein Fleisch zum Braten. Ja, nix.
Buddy! Hey, du da! Du hast hier nichts verloren. Sagt wer? Das sage ich. Und ich bin hier der wichtigste Mann. Ohne mich hätte hier keiner was zu trinken. Also wirst du tun, was ich dir sage. Aha. Der wichtige Mann kriegt gleich was auf die Fresse. Hey, bleib ganz locker, ja? Ich wollte mich doch nur ein bisschen aufspielen. Hier, kannst meine Rumration haben. Also lass die Fäuste unten, okay? Trag in Zukunft einfach weniger dick auf. Irgendwie hast du ja recht. Haben hier bald eh kein Wasser mehr und dann geht sich jeder an die Gurgel.